So, bevor wir uns mit der heutigen Vorlesung abstrakte Denktechniken und theoretische Informatik beschäftigen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über unsere Hochschule geben. Die Informationen zur Hochschule finden Sie im Internet unter www.hs-zigr.de. Ein Kaffeeautomat, den finden Sie in jedem Gebäude. Kaffee, denken Sie dran, ist das wichtigste Lebensmittel für den Informatiker. Mittagessen müssen Sie natürlich auch von 11 bis 14 Uhr in der Mensa. Buchausleihe, die finden Sie oberhalb der Mensa in der Bibliothek und natürlich für Sie kostenlos. Ich lege Ihnen hier zunächst mal eine Bücherliste aus und bitte Sie nach der Vorlesung, sich jeder ein Exemplar hier wegzunehmen. Verfahren Sie den Anweisungen. So, meine Damen und Herren, bevor wir uns viel Zeit vertrödeln, werden wir mit der Vorlesung beginnen. Es ist schon recht spät. Was erwartet uns in den nächsten zwei Semestern? Wir werden uns also in dieser Vorlesungsreihe in erster Linie mit dem Compilerbau beschäftigen und dazu werden wir als Hilfsmittel sogenannte Automatenmodelle, wie ich sie hier exemplarisch angezeichnet habe, verwenden.